Ja, Asbest der Volksmusik. Könnte man jetzt sagen, okay, Helene Fischer, Andrea Berg und Peter Maffay, Kaiser hier, wie heißt es hier in Dresden hier, für Roland Kaiser, Kaiser Mania Konzert, ist alles Asbest. Aber nee, das ist wirklich eine neue Gang. Das sind Rapper. Sind gut, die Jungs. Für jeden Bock beim Pumpen. Volksmusik ist Scheißmusik. Zum ersten Mal haben sich Volksmusikanten, Orchester, Chöre, Instrumentalisten, Orchester, Volksmusikanten, Instrumentalisten, Stars, Instrumental, Schlager, Orchester, Chöre, Kanten und Schlagerstars zusammengefunden, um die drei bekanntesten und beliebtesten. Ja, warum? Kann ich euch sagen, war ein geheimes Treffen. Davon wusste ich auch noch nichts. Aber ich habe die alle zu den geheimen Treffen eingeladen, um die für immer und ewig einzusperren. Dass wir gerettet werden von den Leuten. Ne? Hat leider nie funktioniert. Ne? Jetzt auf einer Kollektion zu verewigen. Wie ewigen. Das kann nur. Das Ergebnis ist Asbest. Und Achtung, der Preis für diese 150 CDs wurde als Dankeschön für ihre Treue. Der erste Diss geht an Kollegah, ne? Das weiß ich. Also das nach dem Intro, das erste Lied auf dem Album ist reich mir mein Zepter, hieß das Lied, und das ist ein Diss gegen Kollegah. Euer zu Shop24 direkt. Habe ich das Video für produziert. Stark. Sieht man gerade ein paar Bilder. Ja. Reich mir das Zepter oder ich komm in dein Ghetto. Neben Netto. Ne? Also. Ihr versteht das halt nie, weil das gerade hier Double Time ist. Es geht ein bisschen schnell. Aber ich versuche euch das langsam vorzusingen. Bleiben Sie bei uns und freuen Kollege, Sie sich auf drei kommst du nach Berlin und wir singen zusammen. Interpretiert von Ihren Lieblingsstars, denn Volksmusik ist Scheißmusik. Volksmusik ist das beste Musik. Das ist das Beste aus 100 Jahren Volksmusik. Kein Lied beschreibt die schöne Scheiße. Und 100 Jahre von denselben Künstlern, ne? Also bevor jemand vergisst hier, ne? Also 100 Jahre. Bevor jemand fragt, nicht vergisst, aber bevor jemand fragt, ne, 100 Jahre von selben Künstler. So treffend wie la, 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 la. Und warum? Freuen Sie sich auf die Bergkameraden. Weil jeden Tag klärer Sie drauf macht, seit 100 Jahren. Der Volksmusik. Und Asbest. Freuen Sie sich auf das Ficken ist des Müllers Lust, so großartig interpretiert auf dem Alphorn von Lisa Stoll. Lol. Ja, das ist, das zweite Lied, das heißt, ich pfeif dich sauber. Und darum, nee, das kann ich euch nicht, nee, das kann ich euch nicht, nee, das ist P18, also das ist aber auch ein schönes Lied, ne? Kann man vergleichen wie Kitty Cat, Sido, Komm Baby, Tanz für mich. So ähnlich ist das aufgebaut. Mit Featuring Kollegah, ne? Der macht sie mit. Übrigens finden Sie hier auch die beliebtesten Märsche, wie den Radetzky-Marsch, den Zillertaler Hochzeitsmarsch oder den Fickermarsch. Ja, ich frage mich gerade die ganze Zeit, was sind das hier für runde Dinger? Also, ich guck gerade, weil. Schwierig, also ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt diese runden Dinger da reinmachen kann. Und wie viel Terabyte sind, also wie benutzt man das? Also, ne, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Zillertaler Hochzeitsmarsch oder den Fickermarsch. Schöner Berg. Das war übrigens das neue Lied, ist auch mit auf dem Album drauf. Wenn der Mond in mein Berg kracht. Ist auch ein neues Lied. Da machen die Asbest-Typen logischerweise mit. Ich sag von denen das Album.
Irgendwie geil, wenn die so ein Album rausbringen würden und in kein Lied mitmachen würden. Einfach nur Featurings. Beethoven, featuring Beethoven. Ja, das Lied ist mit featuring Beethoven. Freuen Sie sich auf Captain Cook und seine singenden Saxophone. Oh ja, jetzt seht ihr die Band, die Rapper. Der Sportpalastwalzer von 1943. Oder Alte Kameraden. Diese Zusammenstellung lässt bei Nazis keine Wünsche offen. Rufen Sie uns jetzt an. 110 für Deutschland, 88 für Österreich und 0 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 1 und... Da kann ich mir ungefähr vorstellen, was das letzte Lied von Album ist, weil ich kenne ja die Asbestbrüder, also die Battle-Rapper von Rap am Mittwoch. Das letzte Lied geht so... Wenn ein Österreicher nach Deutschland kommt und er Kunst studieren will, lasst ihn Kunst studieren. So ist der Titel vom Lied. Wir müssen gerade noch einen kürzeren Titel suchen, aber das ist das letzte Lied auf dem Album hier. Im Internet sind wir für Sie da. www.schosch.de. Und als Dankeschön für Ihre Treue zu Schosch 24 direkt zum Scheißpreis. Von nur 49,99 plus Reis. Plus ja, krass. Also was sie sich Sand so trauen. Plus also 49 plus 99 plus 49. Also ich finde erstmal schön, dass die seit 100 Jahren schon da sind. Ne? Also immer noch dieselben. Ne? Das sind die Originalen. Habe ich euch ja gerade gesagt. Mit Asbest ein bisschen einreiben und Nivea-Creme. Da klappt das schon. Da werdet ihr schon 100. Und ja, finde ich schön. Also Kollega, das ist dabei. Dann... P18 Lied ist dabei. Dann wird noch jemand anderes gedisst in der vergangenen Zeit. Also muss man echt, also Respekt. Also die trauen sich wirklich viel und zieht durch. Ne? Ich bin gespannt. Also ihr werdet bald halb Deutschland gedisst haben. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wann ich dran bin. Ne? Und dann gibt's eine dicke, fette Anzeige am Montag, ne? Weil das sehe ich hier nie ein. Dass ich gedisst werde. Da gehe ich sofort zur Polizei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, das Kommentare da, das Wortschein da. Haut rein und tschüss.